Hallo zusammen. Heute sprechen wir auf dem Projektmeister-Kanal darüber, wie man IT-Projekte ohne Drama managen kann. Der eine oder andere hat es vielleicht schon erlebt. Das Projekt läuft aus dem Ruder, es gibt Chaos bei den Anforderungen und das Team ist irgendwie gestresst. Es kommt zu Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Qualitätsproblemen und auch die Stakeholder werden langsam nervös. Der Druck steigt und das Top-Management stellt immer bohrendere Fragen. Anfangs bemerkt ihr vielleicht nur eine gewisse Anspannung in euren Projektmeetings und man hat das Gefühl, dass der ein oder andere im Verteidigungsmodus unterwegs ist. Dann werden plötzlich immer mehr Teammitglieder krank oder verlassen gleich ganz das Projekt, weil sie sehr dringend wieder in der Linienorganisation gebraucht werden. Der Umgangston wird sarkastischer und insgesamt emotionaler. Ich habe das sogar mal erlebt, dass mich ein Programmleiter in einer größeren Initiative angeschrien hat. Das war dann Drama pur, zumindest für mich. Solche Entwicklungen sind ein Indiz dafür, dass das Team mit dem Projekt überfordert ist und den Fokus verloren hat. Und als IT-Projektmanager könnt ihr selbst dazu beitragen, Drama im Projekt zu vermeiden. Und ich behaupte sogar, dass ihr als Steuermann oder Steuerfrau eures IT-Projekts in einer besonders exponierten Rolle seid. Wenn ihr den Kopf verliert und emotional werdet, dann wird sich euer Team wahrscheinlich genauso verhalten. In diesem Beitrag schauen wir jetzt kurz auf die Ursachen solcher Entwicklungen und dann gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr diese vermeiden könnt. Steigen wir also ein ins Thema. Warum kann sich ein Projekt zu einem Drama überhaupt erst entwickeln? Ich habe schon gesagt, dass es sich meiner Meinung nach hauptsächlich um Anzeichen von Überforderung handelt. Hier sind einige wichtige Faktoren, die zu dieser Überforderung beitragen können. Erstens mangelnde Struktur und Übersicht. Wenn die Projektziele, der aktuelle Status oder die geplante Vorgehensweise nicht klar sind, dann fühlt sich euer Team schnell lost. Das ist wie bei einem Schiff, das in eine Nebelbank fährt auf hoher See und bei dem dann der Kompass und das GPS ausfällt. Da macht sich dann bei der Mannschaft auch schnell Nervosität oder sogar Angst breit und man beginnt vielleicht auch etwas kopflos zu reagieren. Zweiter möglicher Grund: unrealistische Zeitpläne. Zu ambitionierte Deadlines sind ein sehr häufiger Grund für Stress und Spannung im Projektteam. Das Management möchte natürlich schnell Ergebnisse sehen und das Team ist dann gezwungen, mit überhöhtem Druck zu arbeiten. Die Folge davon ist aber Überarbeitung, unzufriedene Projektteammitglieder und letztendlich auch Qualitätsverluste. Dritter möglicher Grund: ständige Kursänderungen. Wenn sich die Anforderungen, Ziele oder der Projektscope ständig ändern, verschieben, vergrößern, verkleinern, dann investiert ihr mit eurem Team Zeit und Energie in Aktivitäten und Ergebnisse, die letztlich nicht gebraucht werden. Und das sorgt dann natürlich für Frust in der Mannschaft, da sie das Gefühl hat, für die Tonne zu arbeiten und ihre Zeit im Projekt letztlich verschwendet wird. Und niemand von uns mag es, wenn man seine Zeit verschwendet. Vierte mögliche Ursache: Scope Creep. Ein ständiges Scope Creep, bei dem dann der Projektumfang ohne entsprechende Ressourcen oder Zeitplananpassungen ausgeweitet wird, ist ein sicherer Weg ins Projektdrama. Das Team hat dann das Gefühl, nie fertig zu werden, was wiederum für Stress und Motivationsprobleme sorgt und dann die Unzufriedenheit im Projekt natürlich logischerweise steigert. Fünfter möglicher Grund: chaotische Organisation. In einem Projekt muss jeder seine Rolle und die damit verbundenen Aufgaben genau kennen. Eure Teammitglieder möchten sich sicher sein, dass ihre Beiträge im Projekt wichtig und richtig sind und auch wirklich gebraucht werden. Und sie möchten sich auch sicher sein, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, dann auch entsprechend benannt sind und dass klar ist, wer eigentlich hier das Sagen hat und wer wann worauf reagieren müsste. Unklare Zuständigkeiten und schlechte Organisation sorgen nur für Fehler und schlechte Projektqualität, womit am Ende dann natürlich niemand zufrieden ist. Darüber hinaus gibt es sicherlich viele weitere Gründe, die ordentlich für Projektfrust sorgen können. Es würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare einfach mal eure Gründe oder möglichen Ursachen für Projektdramen eintragt. Und dann können wir darüber vielleicht auch mal diskutieren. Was könnt ihr jetzt als IT-Projektleiter oder IT-Projektleiterin eigentlich tun, damit es im Projekt gar nicht erst dazu kommt? Ich möchte an dieser Stelle euch vier konkrete Tipps geben, wie ihr Dramen im Projekt von Anfang an verhindern könnt.
Das orientiert sich natürlich jetzt an den bereits genannten Ursachen. Ihr werdet also einige Aspekte davon wiedererkennen. Steigen wir dann ein mit dem ersten konkreten Tipp. Bringt erstmal Ordnung ins Projekt. Der erste Schritt ist immer, Struktur ins Chaos zu bringen. Das bedeutet, Ziele, Anforderungen und den Scope des Projekts klar zu definieren. Ohne diese Klarheit geht es nicht. Achtet also darauf, dass alle im Projekt jederzeit diese Informationen kennen und einsehen können und damit den aktuellen Stand von Zielen, Anforderungen und Projektumfang kennen. Und dann haltet Änderungen daran auch nachvollziehbar fest und kommuniziert diese aktiv an die davon Betroffenen und daran zu beteiligenden Personen. Eine eindeutige Definition dessen, was im Rahmen des Projekts liegt und was nicht, hilft auf jeden Fall, Missverständnisse zu vermeiden und alle Beteiligten auf Kurs zu halten. Und das solltet ihr auch entsprechend strukturiert und transparent dokumentieren. Zweite mögliche Maßnahme: Stakeholder aktiv steuern. Identifiziert frühzeitig die relevanten Stakeholder eures Projekts. Wer trifft die Entscheidungen? Wer muss regelmäßig informiert werden? Wer muss beratend hinzugezogen werden? Je klarer diese Rollen und Kommunikationswege definiert sind, desto weniger Raum bleibt dann für Missverständnisse oder unerwartete Einmischungen. Eine klare Stakeholder-Strategie reduziert das Drama in eurem Projekt erheblich. Ich habe bereits ein Video über Stakeholder-Management gemacht, das ich euch hier verlinken werde. Darin geht es unter anderem um die Stakeholder-Management-Matrix. So eine Matrix gehört in jedes größere Projekt und ist euer Steuerungswerkzeug für die Stakeholder. Ein weiteres wichtiges Werkzeug, um Stakeholder aktiv zu steuern, ist der Kommunikationsplan. In einem Kommunikationsplan legt ihr fest, wer, wann, mit wem, auf welche Weise, über welche Projektaspekte kommuniziert. Mit diesen beiden Werkzeugen seid ihr dann schon sehr gut gerüstet, um Dramen zu vermeiden. Maßnahme Nummer 3: Reduziert die Toolauswahl in eurem Projekt. Überfrachtete Tool-Landschaften können das Team unnötig ablenken und überfordern. Setzt auf eine minimalistische Tool-Auswahl, die fokussiert auf das, was wirklich gebraucht wird. Zum Beispiel reicht es aus, Zeitpläne mit einem einzigen Tool, zum Beispiel dem Gantt-Chart, abzubilden. Ihr braucht nicht noch einen Zeitplan in PowerPoint, Excel oder einem dritten Softwarewerkzeug. Nutzt möglichst vielseitige Werkzeuge oder solche, die gut miteinander integriert sind. Dann muss euer Team auch nicht ständig zwischen den Werkzeugen hin und her wechseln oder Daten von einem Tool in das andere kopieren. So bleibt der Fokus auf den eigentlichen Aufgaben, also auf der Projektarbeit und nicht auf der Verwaltung dieser ganzen Tools. Also bei Werkzeugen im Projekt gilt zumindest in meinen Projekten immer das Motto: Weniger ist mehr. Maßnahme Nummer 4: Effizientes Change Request Management. Änderungen sind in IT-Projekten unvermeidlich. Das Entscheidende ist aber, diese Änderungen systematisch zu managen. Ein klar definierter Change Request Prozess stellt sicher, dass Änderungen geordnet und ohne unnötige Verwirrung bearbeitet werden. So bleibt das Team handlungsfähig und gerät nicht aus dem Takt. Wenn also Änderungen am Projektumfang oder den Zielen auftreten, dann solltet ihr diesen Prozess vorbereitet haben und ihn dann auch nutzen. Macht Änderungen transparent und lasst euch von eurem Lenkungskreis die zusätzlich erforderlichen Ressourcen explizit freigeben. Damit zeigt ihr auch eurem Team, dass ihr es unterstützt und nicht einfach mit zusätzlicher Arbeit belastet, die dann in der gleichen Zeit oder mit der gleichen Mannschaft erledigt werden soll. Kommen wir zum Schluss. IT-Projekte können natürlich schnell chaotisch und unübersichtlich werden, aber das muss nicht der Fall sein. Und wenn ihr frühzeitig Struktur in die Projekte bringt, Ziele und Scope klar definiert und die Stakeholder von Anfang an einbindet, dann habt ihr schon mal eine solide Grundlage für den Projekterfolg und für das Vermeiden von Projektdramen. Wenn ihr dann noch einen minimalistischen Ansatz fahrt, bei den Tools, bei den Prozessen, aber auch bei den Projektmeetings, dann sorgt ihr dafür, dass der Fokus nicht verloren geht und ihr entlastet euer Team. Dabei sollten alle Beteiligten stets im Blick haben, was wirklich wichtig ist. Unerwartete Änderungen gehören in jedes Projekt, aber es geht hier auch darum, diese strukturiert anzugehen. Mit einem guten Change Request Management lassen sich Anpassungen effizient und stressfrei integrieren, ohne dass das Projekt irgendwie ins Chaos abdriftet.
Wie verhindert ihr Drama in euren IT-Projekten? Schreibt doch mal in die Kommentare, mit welchen Maßnahmen ihr gute Erfahrungen gesammelt habt. Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder Abo da und teilt den Beitrag mit jemandem, der vielleicht gerade mit einem Drama in seinem Projekt zu kämpfen hat. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch in einem der nächsten Beiträge wiederzusehen und wünsche euch bis dahin viel Erfolg in euren Projekten.